Just close your eyes and let them rest. I know it's hard to fall asleep, but do your best. 'Cause there's a place that I go to when I wanna hide from all the shades of blue. 'Cause at times I think of leaving, my mind takes me back to fall. When the snow begins to sing at night to warm. Hallo zusammen, kleines Making-of, wie man so ein Timelapse macht. Das ist in diesem Fall halt die Schwangerschaftsgeschichte von der Christina. Aber natürlich könnte das auch irgendwas anderes sein. Das Vorgehen ist in mehreren Schritten. Das erste, das Schwierige ist eigentlich so ein bisschen die Disziplin zu haben, die überhaupt die Fotos zu machen. Wir haben jetzt hier 81 Fotos gemacht, also so ein bis zwei pro Woche. Abends vor dem Schlafengehen. Und das fordert schon ein bisschen Disziplin. Die erste Woche ist das eine Gaudi. Nach der siebten Woche ist es okayisch und nach der so und so vielen Woche immer wird es mühsam, sich abends noch aufzuraffen und noch schnell irgendwie was zu machen. Das von vornherein ein bisschen überlegen. Wir haben uns entschlossen, dass wir das so machen, dass wir das bei uns im Wohnzimmer machen. Einfach auch so ein bisschen solche Sachen, dass wir, da steht da mal der Koffer rum oder die Niki, also die Katze, läuft da mal hin und wieder mit rein und hinten ist mein Studiokoffer zu sehen. Also so ein bisschen auch im Sommer ist mehr Licht drin, im Winter ist weniger Licht drin, kurze Hose, lange Hose oder irgendwo war sie mal auf dem Kostümfest, dann ist sowas dabei. Und also so ganz, ganz bisschen auch in Erinnerung an das Jahr bei uns. Oder ich setze mich mal da hinten hin als Gaudi oder so. Also so kleine Gags am Rande. Das im Vornherein schon ein bisschen überlegen, das heißt genug Platz lassen und so weiter. Und vor allem über Licht nachdenken. Ich zeige das mal. Irgendwo sieht man das bestimmt. Da jetzt nicht. Im Grunde ganz, ganz einfach. Wir haben einfach eine Lampe hingestellt. Die steht hier außerhalb vom Bild. Die sieht man bestimmt mal irgendwo. Das Problem ist ein bisschen dadurch, dass es im Wohnzimmer ist. Es verschiebt sich halt alles ein bisschen. Da ist die Lampe drin. Die kommt von vorne, beleuchtet Christina ein bisschen und dann sind ganz normal die Lampen im Zimmer halt an. Jetzt habe ich die Kamera auf ein Stativ gestellt. Das Stativ benutze ich hin und wieder. Die Kamera benutze ich hin und wieder. Die Lampe steht immer im Weg. Spätestens, wenn man staubsaugen möchte. Neun Monate ist halt eine lange Zeit. Und deswegen wäre meine Empfehlung, das zu akzeptieren, dass es ein ganz bisschen holprig ist und zu sagen, das gehört ein bisschen dazu. Es darf diesen selbstgemachten Charakter haben. Die andere Lösung ist natürlich, dass man ein Zimmer reserviert, Stativ festschraubt, Kamera festschraubt, Licht festschraubt und so weiter, Zimmer dunkel macht und das so ein bisschen unter Laborbedingungen macht. Finde ich persönlich wenig charmant, aber das ist natürlich Frage persönlichen Geschmacks. Ansonsten überhaupt nichts dabei. Kameramäßig, das war jetzt die 6D bei 32 mm, Blende 4.5, ISO 400. Also völlig langweilig im Grunde. Es geht ja nicht um das technische Foto, sondern es geht darum zu zeigen, guck mal, der Stefan packt seinen Rucksack, da liegt meine Zahnbürste und so weiter. Also solche Bilder, die so ein bisschen einheitlich sind. Die sind nachher alle ein bisschen verrutscht, weil die Kamera sich bewegt hat. Als Praxistipp, man sieht es hier nirgendwo, aber da, wo die Christina steht, da ist ein Stück Panzertape auf den Boden geklebt. Und da, wo das Stativ steht, auch drei Stück. Das heißt, ich weiß immer genau, wo das Stativ stehen sollte und Christina weiß, wo sie sich hinstellen soll. Und dadurch sind die sehr ähnlich. Also es ruckelt nicht so furchtbar doll. Aber so ein kleines bisschen natürlich schon. Und der Bildausschnitt ist jetzt auch nicht immer gleich. Ich habe mich entschlossen, dass ich auf Quadrat gehe, vom Bildausschnitt her. Das hat den Vorteil, ich kann es auf Instagram posten. Das ist auf Instagram sehr, sehr gut angekommen. Und am Rand, da ist ja nichts, was interessiert. Da liegt ja irgendwie immer Müll rum bei mir. Und die Lampe ist halt meistens mit drin, also deswegen habe ich das weggeschnitten. Auch das einfach im Vorhinein überlegen, so ein handyfreundliches Format oder vielleicht sogar Hochformat machen, weil das Handy Hochformat oder sowas. Einfach im Vorfeld überlegen, vielleicht schon mal einen Probefilm machen. So, wenn du die ganzen Bilder hast, dann nachbearbeitet habe ich die jetzt quasi gar nicht, zugeschnitten halt und gegebenenfalls mal irgendwo einen Tick dunkler oder heller gemacht oder so, aber im Grunde also überhaupt gar nicht nachbearbeitet. Einfach so, wie sie sind. Und dann bin ich rüber ins Final Cut Pro in meinem Fall. Das funktioniert bei allen Programmen gleich vom Prinzip her. Ich zeige einfach, wie ich das hier gemacht habe. Ich mache ein neues Projekt und das hat die Eigenschaft in dem Fall, dass es ein HD-Film ist. Das muss nicht HD sein, hängt davon ab, welche Auflösung du hast. Es könnte natürlich auch 4K sein. Ich habe es gesagt, ich mache einfach einen HD-Film, 1920x1080, 60p. Auch das könnte natürlich 24p sein. Das spielt in dem Fall keine Rolle, weil keine Bewegung drin ist.
Und habe dann gesagt, 60p, das heißt 60 Bilder pro Sekunde, aber ich habe natürlich nicht 60 Bilder. Das heißt, wenn ich jetzt sage, neues Projekt, neu Projekt, TL Demo, dann sage ich jetzt hier, ich möchte haben 1080, 1920, 60p, alles gut soweit. So, jetzt gehe ich hier hin, nimm die Bauchfotos, ziehe die da einfach alle rein, sage im Final Cut halt Rechtsklick und Dauer ändern. 60p, das heißt, ich gebe 30 zum Beispiel oder sagen wir 20 ein. So, wenn ich 20 eingebe, dann ist das ganze Video knapp 30 Sekunden lang, also eine Instagram-Länge. 30, also nee, was hab ich gesagt? 20, ne? 20 habe ich gesagt. 60p, 20, das heißt 3 Bilder pro Sekunde. Jetzt überlege ich halt, ist mir das zu schnell? Ja, das ist mir vielleicht zu schnell. Also gehe ich doch auf 20, Dauer ändern, 30. Jetzt ist es eine halbe Sekunde, jedes Bild eine halbe Sekunde. Das ist eine Frage persönlicher Geschmack. Immer dann denken, deine Zuschauer sind weniger an dem Motiv interessiert als du. Also im Zweifelsfall eher einen Tick schneller ablaufen lassen. Also ich sage, für jedes einzelne Bild ist ein Frame. Ich sage für jeden Frame, wie lang ist der? 30 in dem Fall, weil ich 60p habe. Das heißt, 2 Bilder pro Sekunde im Grunde kommt da raus. Ich hoffe, das macht Sinn. Also wenn du schon mal Videos geschnitten hast, dann müsste das hoffentlich Sinn machen. So, und da packe ich nur noch Musik runter und gut ist. Mehr ist nicht dabei. Furchtbar einfache Sache eigentlich. Noch ein paar Tipps und Tricks. Ich hatte schon gesagt, darauf achten, dass hier, da sieht man so ein bisschen, dass da ein Stück Tape auf dem Boden ist. In den Phasen, wo ich nicht zu Hause war, wenn ich eine Woche weg war oder so, dann hat Christina einfach mit dem Selbstauslöser ausgelöst. Die Kamera habe ich ihr dann hingestellt vorher schon. Die ist im A-Modus. Ja, die ist im A-Modus. Und ISO 400 hat er eingestellt bei Blende 4, 5 oder 5, sowas im Dreh. Sodass die Belichtungszeit immer so ist, dass sie nicht gleich verwackelt ist. Manchmal ist es ein bisschen verwackelt, aber auch das spielt nicht wirklich eine Rolle. So, und dann, wenn das Video fertig ist, dann halt einfach ganz normal exportieren als Datei. Und vielleicht ein kleiner Praxistipp noch. Hier ist es jetzt so, dass Final Cut das so macht, dass die verkehrt rum sind. Also quasi der dicke Bauch ist am Ende. Das kann man natürlich umdrehen. In dem Fall mache ich das so, dass ich sage, zusammengesetzter Clip. Dann ist das Ganze mal ein Film. Jetzt gehe ich hier hin und sage halt eben umkehren. Dann läuft dann wächst der Bauch langsam im Laufe des Videos. Und jetzt kann man als Trick noch ganz am Ende das Schlussbild nochmal hinzufügen. Ups, warte. Das Schlussbild nochmal hinzufügen und dann das eventuell noch 2-3 Sekunden oder sowas, dass quasi das ein bisschen länger angezeigt wird. Ja, man kommt da an. Und dann bleibt das eine Augenblick länger angezeigt. So als Praxistipp. Für Instagram habe ich das jetzt so gemacht, dass ich das einfach quadratisch gemacht habe. Halt, das sieht man ja. Das heißt, ich habe es einfach aufs Handy kopiert und dann auf Instagram hochgeladen. Vom Handy aus völlig normal, so wie jedes andere Video oder jedes andere Foto auch. So, mehr ist nicht dabei. Ich hoffe, das war vor allem motivierend, sowas selbst auszumachen. Kann man mit allen möglichen machen, das muss ja nicht die Schwangerschaft sein. Ich könnte das natürlich auch machen, indem ich mein Baby da jetzt irgendwie einmal die Woche hin oder einmal im Monat hinsetze oder sowas. Mache ich nicht und ich lasse auch keine Blumen wachsen oder sowas. Aber das Vorgehen ist natürlich immer genau das gleiche. Ein längeres Projekt, das mehr als einen Tag dauert, in Form von mehreren Bildern zusammenzusetzen zu einem Timelapse. Mit dem wichtigen Punkt, dass der normaler Timelapse hat, denn 24 Bilder pro Sekunde zum Beispiel und hier habe ich jetzt halt nur 2 Bilder pro Sekunde. Ich zeige es nochmal. 2 Bilder pro Sekunde. So, dass man das gerade ganz kurz sieht. Eine halbe Sekunde reicht tatsächlich schon, um das zu erkennen. Es geht ja nicht um Details. Es geht einfach darum zu erkennen, Zeit verstreicht und langsam wächst der Bauch. Am Ende dann plötzlich schneller. Die ganze Zeit ist am Anfang ja gar nichts passiert. Und das ist schon alles. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Nachmachen von solchen Sachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Just close your eyes and let them rest. I know it's hard to fall asleep, but do your best. 'Cause there's a place that I go to when I wanna hide from all the shades of blue. 'Cause at times I think of leaving, my mind takes me back to fall when the
snow begins to sing.